Ja, wir befinden uns heute auf dem Fußballplatz in Söhl zum 58. Landesleistungswettbewerb. Ja, es sind ca. 150 bis 170 Gruppen, an die 200 Starts sind heute da. Und wie man im Hintergrund sieht, das läuft schon voll. Ja, das Spannende war eigentlich, dass es Corona-bedingt die Absage war. Und jetzt haben wir wieder das Neue gestartet. Vorlaufzeit braucht man sicher 1,5 Jahre mindestens. Ja, und heute, glaube ich, mit dem ganzen Bewerbsgelände mit festzählt, darum sind über die 350 Leute im Einsatz, dass wir das alles ganz gut abwickeln können. Grundsätzlich ist es ja so, dass das ein sogenannter Regellöschangriff ist. Das heißt, die Gruppe besteht aus 9 Mann, inklusive den Gruppenkommandanten, der das Ganze befehligt, die Gruppe. Brandobjekt geradeaus. Wasserentnahmestelle der Bach. Verteiler nach 2 B-Längen. Angriffstrupp legt Zubringleitung mit je 2 Ziellängen. Erstes und zweites Rohr vor. Die haben die Aufgabe, dass sie im hinteren Bereich eine Saugleitung zusammenkuppeln und in weiterer Folge dann von der Tragkraftspritze von der Pumpe weg hinaus einen Löschangriff dementsprechend starten. Und das ist vorgeschrieben. Da gibt es gewisse Regeln, was man einhalten muss. Und die Bewerter sind dafür da, dass sie schauen, ob diese Regeln dementsprechend auch eingehalten werden. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann gibt es dementsprechende Fehlerpunkte. Also wir haben pro Team 5 Bewerter. Und da gibt es immer einen sogenannten Hauptbewerter und die teilen sich die Positionen auf und entscheiden dort immer der Hauptbewerter, ob es dann ein Fehler ist oder nicht. Es ist ein Bewerb der Superlative, der nicht der Feuerwehrleute in das Leben angezogen hat und im 100. Sekundenkrimi kamen die Zuschauer an allen Bewerbsabenden spannende Vergleichswettbewerbe zu sehen.